Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in der Tat eine schwierige Diskussion, die wir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sogar geführt haben. Und es geht um nicht weniger als die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz? Wer trägt Verantwortung im Netz und wie haben wir als Staat, als Politik unsere Rolle dort zu definieren? Und ich will das hier mal sagen, ich finde den Ansatz von Minister Maas, erstmal mit den sozialen Netzwerken im ausführlichen Dialog zu sein und zu gucken, was in Absprachen möglich ist, und dann aber auch im richtigen Moment zu erkennen, dass diese Absprachen nicht wirksam sind und zu sagen, der Gesetzgeber muss eingreifen. Ich finde das genau den richtigen Weg. Ich bin Minister Maas außerordentlich dankbar für das Gesetz, was er hier in den Bundestag eingebracht hat. Und ich finde auch, dass wir es als Große Koalition geschafft haben, und dafür danke ich auch dem Koalitionspartner, an vielen Stellen nochmal Hinweise auch von Sachverständigen aufzunehmen. Und ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, dieses Gesetz in dieser Legislatur noch auf den Weg zu bringen und hier im Deutschen Bundestag jetzt gleich dann zu verabschieden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind einige Punkte, die in der Tat sehr wichtig sind für uns. Der Zustellungsbevollmächtigte, der inländische Zustellungsbevollmächtigte ist angesprochen worden. Ich glaube, niemand hier im Haus stellt in Frage, dass es einen solchen Bevollmächtigten geben muss und dass es die Ansprechpartner auch bei den sozialen Netzwerken braucht. Wir haben es orientiert auch an dem Positionspapier der SPD-Fraktion jetzt in den Verhandlungen geschafft, die regulierte Selbstregulierung in das Gesetz aufzunehmen, sie möglich zu machen, die 7-Tage-Regelung, die ja von vielen kritisiert wurde, zu lockern. Das, was immer als Zensurvorwurf im Raum stand mit dem sogenannten Overblocking, haben wir auch entschärft. Übrigens schon das Ministerium durch viele Hinweise, weil wir deutlich machen, es geht nicht um den einzelnen Post, sondern darum, dass ein effektives Beschwerdemanagement vorgehalten werden muss. Und das, was uns als SPD-Fraktion sehr wichtig war, dass der Auskunftsanspruch, so wie er formuliert war, mit einem Richtervorbehalt versehen wird und dass, sagen wir, eine enge Begrenzung haben. Auch das wurde jetzt in den Verhandlungen aufgenommen. Ich finde, wir haben jetzt hier ein sehr gutes Gesetz, dem wir als Parlament auch zustimmen können. Und wenn die Kollegin Künast sagt, das darf aber nicht der Endpunkt sein, dann bin ich voll bei Ihnen, weil ich glaube, dieses Thema wird uns an unterschiedlichsten Stellen in der nächsten Legislatur wieder begegnen. Die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz und wie gehen wir mit all dem, was wir dort im Netz erleben, um? Wir reden hier heute aber über offensichtliche Rechtsverletzungen. Alles das, was unter dem Stichwort Fake News, ich finde, das ist ein schwieriger Begriff, aber was unter Manipulation, unter Falschmeldung, unter Lügen dort auch diskutiert wird, das bedarf anderer Maßnahmen. Da müssen wir endlich mal hier im Bundestag intensiv reden über die Frage, wie schaffen wir eigentlich digitale Bildung und Sensibilität. Da müssen wir darüber reden hier im Parlament, wie wir Initiativen wie Ich bin hier, die in sozialen Netzwerken auf Toleranz, auf konstruktiven Dialog setzen, wie wir die auch zivilgesellschaftlich stärken können. Und da müssen wir auch überlegen, wie wir es schaffen können, dass vernünftige, seriöse Inhalte auch im Netz stärker verbreitet werden. Alles das sind Punkte, die wir sicherlich in der nächsten Legislatur intensiv diskutieren werden. Und zum Ende lassen Sie mich eins sagen, weil es ja durchaus unterschiedliche Kritiken gab. Die einen haben gesagt, das Gesetz kam zu schnell. Die anderen haben gesagt, das hat alles zu lange gedauert. Ich möchte mich beim Koalitionspartner entschuldigen, wenn wir ihn das ein oder andere Mal überfordert haben in dieser Gesetzgebung. Für uns war es wichtig, dass das passiert, und das passiert mit dem heutigen Tag. Vielen Dank. Elisabeth Winkelmeier-Beckert für die CDU-CSU-Fraktion.